Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hard Rock Apocalypse mit eurem Mikey. Ja, wir haben in der letzten Folge die Ältesten gefunden und erfolgreich hier zum Hafen eskortiert. Und was ich gerade sehe, dieser Hafen hat irgendwie eine Verbindung. Wohin eigentlich? Wahat? Wo ist Wahat? Das ist ein Zarmik. Was ist das denn? Nach Argen hat er eine Verbindung. Okay. Wie kommt man denn da hin? Per Schiff oder wie? Kann ich echt nicht beantworten. Und die Frage ist, wie kommt man da hin? Muss man hier runterfahren oder wie? Da liegt ein Koffer. Okay. Eine Spektre. Nicht eine Spektre, eine Hornet. Ich habe keine Ahnung, wie man da rüberkommt. Weil Schiffe fahren auch nicht mehr. Wir haben ja gesagt, wir hätten angeblich ein Gerät, was ein Schiff anlockt, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt erstmal eine Repair Station suchen. Weil die Wüste macht einige verrückt. Mich ganz besonders gerade eben. Hyper-Thruster, da ist er ja. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir nur noch Strahlenwaffen hier am Start. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Oh, aber wie gesagt, gefällt mir die Wüste echt. Zamek oder wie das Ding heißt. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich kann mich nur an einigen Sachen erinnern, aber nur bruchstückweise. Warum geht das Ding nicht kaputt? Hier ist ja Wasser. Was war das denn jetzt? Ei. Dreh dich um. Zum Glück haben wir einen Überrollbügel. Und die Waffen werden nicht abgerissen. Wenn jetzt da noch irgendwo Autos stehen, dann, wenn man vom Teufel spricht. Und wir haben nicht gespeichert. So, jetzt könnte auch mal hier ein sehen, wie es aussieht, wenn man unter Wasser explodiert. Nur für euch. Nur für euch. Boah. Okay, also nochmal. Aber wie zum Teufel soll man da rüberkommen? Ich meine, ich sehe kein Schiff. Muss man das irgendwie rufen? Haben wir ein Gerät dafür? Also er sagt ja, aber ich habe keine Ahnung wie. Wahrscheinlich. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, das jemals in den Storyline benutzt zu haben, als wir die Alice Quest nicht gemacht haben. Nochmal repairen. Boah, ich mag diese leise Melodie, die langsame. Also. Puh, 6 Kilometer. Das ist eine Wüste. Ein Hammerstoff.
Bin mal kurz ein bisschen still. Also man sieht, hier ist noch Wasser. Also kann das hier wirklich hier Meeresboden als gewesen sein. Ich speichere mal eben hier. Die bösen Buben standen hier rum. Aber da müssen wir auch lang. Ja, du hast es kommen sehen, ich weiß. Wir sind voll. Bis oben hin. Uiuiui. Turbos. Ich muss noch ein bisschen zielen üben. Der tut irgendwie nichts. Der will nur spielen, glaube ich. Und das Schild hält die Laserwaffe ab, ne? Okay, haben wir getroffen. Turbos. Ich bin jetzt schon ein bisschen paranoid. Ich wollte jetzt hier gegen feuern. Bin mal gespannt, wo wir gleich hinkommen. Indem ich auf dich feuere. Noch ein Elefant. Ne, komm, lassen wir alles hier liegen. Bücher. Wir haben schon genug Elektronik. Ich habe keinen Platz mehr. Ach, jetzt geht's hier hin. Die Waffen war auch schon mal gewesen. Ja, den Felsen kennen wir doch. Wir sind doch hier mit dem Lorry lang gedüst. Wow. Da hinten... Ach, das ist der Ausgang, den wir letztens gesehen hatten, wo ich mich gefragt habe, wo geht's denn da hin? Das habe ich ja eh schon auf der Agenda gehabt. Das heißt dann, wir verlassen die Wüste. Bin mal gespannt, wo wir hinkommen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es... So, die letzte Tankstelle vor der Autobahn. Ich kann mich echt gar nicht mehr dran erinnern, dass wir nochmal Wahat verlassen haben. Aber wie gesagt, ist alles schon Ewigkeiten her, wie ich das zum letzten Mal gespielt habe. Bin mal gespannt. Ob er jetzt abkeckt oder nicht. Okay, geht weiter. Oh. Laufen wir zu Fuß? Verrosteter Wagen, das sah aus wie der Wagen aus... Das sah aus wie der Wagen aus der... Aus dem Intro, ne? Dieses verrostete, klapprige Ding. Wo sind wir eigentlich? Das müsste hier dieses Zamek heißen sein, oder wie es denn hieß. Ich glaube, da kommt gleich was. ...2500. Oh Mann, bis wieder raus und nach Dingsbums. Oh Gott, hier. Hier ist eine Klippe. Klippe nicht, aber eine Gabelung. Hypertrust. Das ist eine Tankstelle. Direkt mit einer Ölpipeline verbunden. Du kannst doch keinen fragen. Wir haben auch gerade aktuell keine Hauptquest. Zarmek, okay.
Und was jetzt hier abgeht, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Da ist wer dieses Modell. Wir verbinden uns mit den Banditen. Wo kommst du denn her? Ich hab die gerade erledigt. Boah, aber ich finde die Kampfmusik geil, so mit der Gitarre und so, E-Gitarrentechnisch. Wo geht's eigentlich hier hin? Was ist das hier alles für ein Gebäude? Nicht Gebäude, aber... Wow, 5000 der Bulldozer! Leck die Kuh doch mal am Arsch! Gleich zwei davon! Wahnsinn, Digga. Ich glaube, wir müssen doch mit Elefanten alle aufwarten. Darf ich Männchen machen? Ich vergaß, wir haben ja Elefanten. Oh, welchen Auftrag habe ich denn ausgeführt? Schön, dass ich einen Auftrag ausgeführt habe. Hä? Hypertwast. Welchen Auftrag habe ich gemacht? Hä? Ich weiß von nichts, ich bin unschuldig. Alter, das sind ja Bäume. Ach, dann stand da, drücken Sie I zum Aufsammeln. Wow. Oder müssen wir da lang? Jetzt kommen die auch mit Ballast angeflogen. Leute. Ich habe echt keinen Plan. Welchen Auftrag haben wir ausgeführt? Wo müssen wir hin? Ich habe das dumme Gefühl, wir waren jetzt nur im Kreis. Turbos. Wir fahren jetzt mal hier unten rum. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal ein bisschen weiter. Ich glaube, wir müssen einfach hier nur erforschen erstmal. Na. Jetzt haben die Feinde auch schon den Ballast. Okay. Was ist denn das da hinten? Du hast einen Auftrag gehalten. Okay, da führt die Hauptquest durch. Wow, was ist denn hier los? Ich fahre einfach mal durch. Komm ich nicht mehr zurück? Hahaha.
sind das denn für Dinger? Aber wir haben ja zum Glück gespeichert. So many bandits. Where are they coming from? I won't hold out for long. It is a very dangerous place. Follow us. We will lead you out of here. I won't go anyway. They are murderers. You better help me defeat them. You cannot win. Neither alone, nor with our help. Follow us if you want to live. You are right. But I'll be back. I'll be back. Terminator, lässt grüßen. Boah, haben die uns noch rausgeholt? Ey, das war Glück. Also ich wusste auch noch, ich bin da mal durchgepaced. Wie fahren die denn? Das ist die KI. Ich hab die Hände nicht an der Tastatur. Oh, mein Truck. Der ist ja schon so im Arsch. Durch mich selber. Der Wissenschaftler. Oh Mann, scary aussehen. Du wärst beinahe draufgegangen. Meine Leute kamen gerade noch rechtzeitig an. Junge, ruhig, nicht so auf Speed. Wer seid ihr und warum habt ihr mir geholfen? Wir helfen alle Menschen hier in Not. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Die mutigsten, klügsten Menschen aus der ganzen Welt folgen dem Ruf und immer kommen hierher. Was? Nein, andersrum. Die mutigsten und klügsten Menschen aus der ganzen Welt folgen dem Ruf und kommen hierher. Aber die meisten von ihnen finden hier nur den Tod. Und sie glauben mir nicht, wenn ich ihnen das erzähle. Aber ich muss Ivan Go finden. Dafür bin ich schon so weit gegangen. Er hat gefahren. Ich denke nicht daran, jetzt aufzugeben. Ich erinnere mich an jeden, den ich treffe. Ich kenne den Mann, von dem du sprichst. Er ist zu weit gegangen. Ist Ivan tot? Was im Zustand schlimmer als der Tod, doch genau so unveränderbar. Hör auf, ein Rätsel zu sprechen, Mensch, sonst hau ich dir eine. Sag mir, wo ich ihn finden kann. Du wirst es nicht verstehen, bis du ihn gesehen hast. Allerdings wird es dann zu spät sein. Folge ihm, wenn du musst. Wir werden uns wieder sprechen, wenn du zurückkommst. In Ordnung. Wow, kann man sich hier hupen? Ja, ne? Was war das denn da hinten? Elektronik, 6000 nur. Die würde ich ja für Fahrt aufbewahren. Was bezahlen die mir denn für Bücher? Was ist das denn hier? Achso, das ist, die haben wir ja schon selber. Bücher, 25.000. Ja, wie gesagt, wenn wir noch nach Gadad zurückkommen, oder wie der Ding nochmal heißt. Komm, Odin raus, Odin raus. So, eben den da hinlegen. Das nehmen wir wieder mit. Dann haben wir hier vorne alles offen. Labor. Okay, haben wir irgendwas im Tagebuch stehen? Moment, Wüste, wo fürchten... Ach genau. Neuer Eintrag. Mein Versuch hat bei den Einwohnern von Bukhara Panik ausgelöst. Okay, wer ist das? Erst als die Erinnerungshüter merkten, dass ich ihnen nicht schaden sollte, ach, das waren die, die Ältesten wahrscheinlich, haben sie mir mit ihrer traurigen Geschichte erzählt. Vor vielen Jahren befiel die Bewohner der Dörfer in der Gegend ein geheimnisvoller Wahnsinn. Sie fingen an, sich gegenseitig umzubringen. Und was doch schlimmer ist, sie erinnerten sich danach nicht mehr an ihre Taten. Aus irgendeinem Grund wurden die Ältesten in Bukhara immun gegen diesen Wahnsinn, doch sie lebten in ständiger Furcht vor Angriffen. Es schockierte mich zu erfahren, dass es nicht geheimnisvolle Monster waren, sondern gewöhnliche Menschen, die sich gegenseitig töteten und ihre Eigenhäuser zerstörten. Jetzt verstehe ich, warum die Ältesten versuchen, ihr Dorf geheim zu halten. Schon bald nach mir kamen Feinde an und öffneten das Feuer auf Bukhara. Ich konnte nicht zulassen, dass Unschuldige ums Leben kamen. Ich erinnerte mich nur zu gut daran, was mit meinem eigenen Heimatdorf geschehen war. So kämpfte ich, bis der letzte Gegner das Zeitliche segnete und half dann dabei, die Ältesten auf ein Schiff zu evakuieren, das ich nicht gesehen habe. Als Gegenleistung verrieten sie mir, dass einmal ein Mann, der die Beschreibung meines Vaters entsprach, durch das Dorf gekommen war. Er war in nord-südlicher Richtung gefahren. Ich werde ihm... Was? Ich dachte, mein Vater ist in Gluko gestorben. Hä? Der meint was... Oder ist Ivan Go unser... Moment. Oder ist Ivan Go unser Vater? Ich erinnere mich...
an die andere Storyline. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, wird das in dieser Storyline, die wir jetzt spielen, nicht gesagt. Aber ich glaube, in der anderen Storyline, die wir gespielt haben, die ich gespielt habe damals, ohne Alice zu helfen. Ich glaube, wie gesagt, da liebte unser Vater noch, oder den Mann, den wir von seinem Vater halten, und da haben einen Brief von ihm bekommen. Stimmt, da stand was drin, dass Ivan Go unser Vater, unser richtiger Vater ist, aber dass er uns, seinem besten Freund Peter, also derjenige, den wir für unseren Vater gehalten haben in dem Spiel, der uns den Truck gegeben hat, dass er auf uns aufpassen sollte. Ah, jetzt verstehe ich das. Das wird jetzt nur in diesem Kontext hier, in der Storyline, die wir hier folgen, nicht klar. Okay. Ja, doch. Aber das hätte man dann hier noch was einbauen müssen, wo dann wirklich aufgeklärt wird, dass Ivan Go dann in Wirklichkeit unser Vater ist und dass Peter nicht unser Vater ist, aber Ivan Go ihm gesagt hat, dass er auf uns aufpassen soll. Okay, und jetzt suchen, okay. Aber dass die jetzt hier gleich sofort bumm sagen, hey, ich bin dein Vater. Das wieder technisch. Ja, das kam jetzt ganz unerwartet. Ich war vollkommen unvorbereitet, als ich auf die Armee von Wahnsinnigen traf. Nur durch unverhoffte Verbündete konnte ich den sicheren Tod entrinnen. Die Siedlung der Wissenschaft am Herzen der Wüste und ihre Anführer hinterließen einen merkwürdigen Eindruck bei mir. Reparatur. Oh, wir sind schon fast bei 1 Million angekommen. Gibt es hier noch einen anderen Wagen? Einen Uralen? Ein Peacekeeper? Ich glaube, der hat 3500 Panzerung, wenn ich mich gerade nicht täusche. Hast einen neuen Auftrag erhalten. Wir speichern mal eben. Ach, verdammt, ich habe Zamek. War hat LP2 dafür missbraucht? Entschuldigung. War keine Absicht. Hä? Moment mal. Was ist das? Von der Form sieht das Ding aus, als wenn die Orion 7/Orion 8 hier runtergekracht wäre. Aus Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion mit Commander McLean und seiner Crew. Schöne deutsche Science-Fiction-Serie aus den 60ern. Die kam vor Star Trek raus. Zwar schwarz-weiß, 7 Folgen, aber einfach geil. Das Ding sieht echt aus wie die Orion 8. Cool. Die Orion ist hier runtergekommen. Auch nicht schlecht. Hä? Was macht die Orion hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Oder soll das eine fliegende Untertasse darstellen? Warte mal. Rund. Wir hatten doch mal irgendwo was vom Feuerrad gelesen. Moment, Bücher, warte mal. Zorn der Engel? Warte mal, Gruselgeschichte. Ach, die haben noch gar nicht gelesen. Die Menschen in einem fernen Land vergaßen Gott und begangen das goldene Kalb. Das machen wir gleich, aber hier war da irgendwas mit Todeswüste. Sand mit Todeswüste. Wolke aus den Funken. Da, Feuerrad. Ob die das Ding meinten? Okay, nochmal Gruselgeschichte eben. Die Menschen in einem fernen Land vergaßen Gott und begannen, das goldene Kalb anzubeten. Sie gaben sich Lastern hin und vergnügten sich, während ihre Nachbarn verhungerten. Sodom und Gomorra? Fragezeichen? Die Geduld im Himmelsreich ist zwar groß, doch auch sie hat Grenzen. Eines Tages erklang eine Stimme, die die Menschen zur Buße aufrief. Bestimmt diese Trompeten von Jericho, oder? Aber niemand ließ sich davon beeindrucken. Daraufhin öffnete sich der Himmel und der Zorn der Engel fiel auf die Erde herab. Die Tiere flohen in Panik, selbst das Gras und die Bäume wurden rot vor Ehrfurcht. Doch die Menschen waren blind für diese Zeichen. Da sah Gott ein, dass die Menschen sich selbst schon genug bestraften. Sie hatten aufgehört, irgendwas anderes als sich selbst zu sehen oder zu hören. Und ihr Leben war schlimmer als jede Folter. So rief er die Engel zurück und würdigte dieses Landes nie wieder eines Blickes. Seitdem sind viele, viele Jahre vergangen und noch immer leben Menschen dort, ohne zu wissen, dass ihre Seelen tot sind. Wenn du jemals einen von ihnen triffst, renn um dein Leben und bete zu Gott, dass er dich vor solch einem Schicksal bewahre und dir einen schnellen Tod beschere.
Da scheint wohl dieses Feuerrad zu sein. Auch nicht schlecht. Außerirdische, wa? So von Engeln und so. Das Ding sieht zwar aus wie die Orion 8, aber... unheimlich. Jetzt müsste ich hier die Musik von Akte X einspielen. Oder die Musik von UFO Enemy Unknown, Battlescape. Ich speichere hier mal ab, warte mal. Auch nicht schlecht, UFO. Da kann ich mich jetzt echt gar nicht mehr dran erinnern. Also wie gesagt, ich ist ja schon Ewigkeiten her, wie ich das Spiel mal gespielt habe. Wir müssen aber hier hinfahren. Das sieht original aus wie die Orion 8. Von unten. What a cursed place. Who are all these people? Are they alive? Maybe I can save them. Now I see what the scientist was talking about. Ich speichere nochmal ab, weil ich möchte da nämlich ranfahren. Hypertrust. Wir müssen zwar zurück, aber... I can feel the power luring me towards this huge building. I gotta go faster. The truck is too slow. I'd rather walk. It is close already, but I can hardly move. What's happening? I cannot move. Ja, du bist zu nah an die Quelle gekommen und konntest dich nicht mehr entziehen. Ihrer Wirkung entziehen. Wir sind dem Ruf gefolgt und hören ihn. Das war das LP Hardwork Apocalypse mit mir, eurem Mikey. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem anderen LP wieder. Game over. Tschüss. Ich lasse die Musik nochmal dudeln. Die hört sich so geil an. Das war's. Das LP ist vorüber. Jetzt könntet ihr ruhig abschalten. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten, geht raus, spielen. Tschüss.